Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zum Thema Was habe ich gelernt diese Woche, mein Schatz? Wie war es so? Ich habe eine ganze Menge gelernt diese Woche. Ich habe viel erlebt, ich habe viel gearbeitet. War viel im Büro. Aber das, was ich mir notiert habe und was ich euch erzählen möchte, ist Folgendes. Ich werde leider offensichtlich immer noch in Schubladen gesteckt. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich bei dem Vorstellen unserer neuen Geschäftsideen zum Thema Online-Marketing-Agentur immer wieder mit der Frage konfrontiert werde, Mensch, Herr Böhmich, warum machen Sie das? Das hat doch gar nichts mit Ihrem Geschäft zu tun, mit Ihrem Unternehmen. Und ich mir dann so überlege, so, hallo Leute, ich bin Unternehmer, ich möchte was unternehmen und wenn ich merke, ich will da noch was bewegen, dann mache ich auch ein neues Geschäftsfeld auf und im schlimmsten Fall habe ich tatsächlich noch eins dazu und im noch übernächsten schlimmsten Fall stellt man fest, wenn irgendwas gar nicht geht, dass man es auch bleiben lassen muss. Also auch das ist eine Option, die man sich einfach mal stellen muss. Aber ich habe gemerkt, ich muss in der Wahrnehmung von Menschen immer wieder von vorne anfangen. Also irgendwie so nochmal von vorne und ich bin jetzt 46 und das ist dann schon anstrengend zu wissen, so wow, die Leute haben sich jetzt einschubladisiert, du bist jetzt irgendwie der IT-Mann oder du bist der, keine Ahnung, was, Bankmann oder Versicherungsmann und jetzt machst du was anderes, dann musst du wirklich komplett nochmal von vorne loslegen und es gibt Leute, die verstehen das nicht, die verstehen nicht, dass wir mitten im Leben sagen, okay, wir machen nochmal was anderes. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein, also nochmal zum Mitsprechen und zum Mithören, ich sehe mich nach einer gewissen Zeit hier in meinem Unternehmen tatsächlich als Unternehmer und ich unternehme was, ich mache was Neues, ich nehme was dazu. Und wenn es gut läuft, dann ist das auch okay. Und wenn es nicht gut läuft, dann stelle ich es ein, dann habe ich eine Erfahrung gemacht. Damit können manche Menschen irgendwie nicht richtig gut umgehen. Das macht ihnen regelrecht Angst. Und es fällt mir als Unternehmer schwer, das zu begreifen. Punkt. Das ist echt eine Erfahrung. Aber es ist so. Und es ist übrigens schön, nicht nur, dass irgendwann mal die Skeptiker dann auch merken, okay, der Böhmichen, der macht ernst und der hat dann hoffentlich auch Erfolg und ja, wir werden damit Erfolg haben. Und an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die uns da unterstützen, die daran glauben und die auch sagen, Mensch, ja, das, dieses Feuer, diese Energie, die sprüht förmlich aus dir raus. Vielen Dank für dieses Feedback, das hilft mir persönlich als Mensch, weil auch ich habe nur eine begrenzte Kraft und eine begrenzte Energie. Also, naja, okay. Was Spaß gemacht hat diese Woche war das Facebook-Seminar, das war gestern, da waren die ersten Kollegen hier, befreundete Unternehmer, neue Menschen hier kennengelernt haben, die genossen haben, dass ich wie Thomas Gottschalk im Fernsehen regelmäßig überziehe, wenn ich Folien präsentiere, das kann ich sehr gut übrigens überziehen. Und die Inhalte waren offensichtlich auch so, dass die Kollegen gesagt haben, Mensch, ja, das war spannend, da wollen wir mehr davon haben. Und das machen wir auch. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe schon im Spaß gesagt, da müsste man mir eigentlich Geld dafür bezahlen, dass ich das hier tun darf. Andersrum. Blödsinn. Ich müsste dafür Geld bezahlen, dass ich das machen darf. Weil es ist natürlich tatsächlich so, ich werde hier dafür bezahlt. Ich bezahle mich selbst damit und das finde ich klasse. Die Teilnehmer haben uns ein tolles Feedback gegeben, nicht nur was die Qualität und die Inhalte angeht, sondern auch was ihre Wünsche sind für das nächste Thema. Finde ich super. Kleinen Moment, mal kurze Werbeunterbrechung. Ja, sorry für die Unterbrechung, bin schon wieder da. Aber ich hatte jetzt gerade dran einen Interessenten für das Thema Facebook-Beratung. Insofern ist es wichtig, dass man auch mal während dem Video mal kurz rausgeht und telefonieren kann. Stört euch ja nicht, weil ich schneide es ja hinterher wieder raus. Kommt heute Nachmittag vorbei und hoffentlich danach ein zufriedener Kunde, verdient Geld, scheint zu funktionieren, das Geschäftsmodell. Also nochmal an alle Zweifler, ich glaube, das funktioniert, nicht wahr? Okay, waren stehen geblieben, was war letzte Woche, was gibt's noch? Ich hatte ein super Seminar Twitter-Ads. Twitter erlaubt es seit dieser Woche, vorletzter Woche, dass man auch in Deutschland Werbung schalten kann. Da habe ich mir ein Seminar angeguckt. Das ist eine coole Sache. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Warum? Weil wir kennen das schon, dass man nur zahlt, wenn man auf einen Klick, also wenn man klickt, der Kunde klickt. Die Twitter-Leute gehen noch ein Stück weiter oder zweimal weiter. Nummer eins, die erklären das richtig. Die geben sich Mühe. Das unterscheidet sie von Facebook und Google ganz massiv. Also einen schönen Gruß an die französische Kollegin mit diesem charmanten Akzent. Das ist super sexy und vor allem echt entertaining. Die kommt in 20 Minuten auf den Punkt, erklärt das kurz und bündig. Ich gucke mir auch die dritte Folge an, versprochen. Und vor allem, jetzt kommt's, Achtung, die trauen sich, dass sie sagen,
wenn ihr eine Conversion hinterlegt, also dieses gewünschte Ziel, was der Besucher eurer Webseite macht, auch von Twitter kommend, dann trauen wir uns zu, dass ihr nur für einen erfolgreichen Abschluss eine Conversion bezahlt. Das ist saugeil. Ne? Die garantieren dann also im Sinne von, wenn du das richtig machst, dann bekommst du hinten raus einen Besucher oder ein Anfrageformular, einen neuen Kunden, ein Lead oder was auch immer und nur dann zahlst du. Das ist Performance Marketing, finde ich geil. Also das probiere ich aus, ob das tatsächlich stimmt, ich werde es euch erzählen. Was habe ich noch gemacht diese Woche? Ich habe endlich das Video hinbekommen für unser Chapter, BNI-Chapter, Werbevideo, um Gäste einzuladen, um diese Energie zu spüren, dass es da geil ist, da hinzukommen und einen Umsatz zu machen. Das habe ich hinbekommen, fertig gemacht. Ist nicht perfekt, aber reicht völlig und that's it, that's good. Was habe ich noch gelernt? Diese Woche habe ich gelernt, dass ich irgendwie echt einen 28-Stunden-Tag bräuchte. Ich investiere wahnsinnig viel Zeit, zu viel Zeit. Meine Kinder haben mich vermisst, meine Frau, ich bin zu wenig zu Hause. Das ist echt schwierig, anstrengend. Und vor allem, es belastet langsam mein soziales, echtes soziales Leben. Also wie heißen diese Online-Sozialität, spiegelt sich auf mein Privatleben. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Was heißt es? Ich brauche Leute hier, ich brauche Leute, die mitmachen. Da muss ich irgendwie gucken, dass ich Leute nicht nur begeistere, die schon da sind, sondern wir brauchen da Menschen, die noch nicht da sind. Die müssen wir finden und die müssen ganz schnell mitmachen. Das ist echt wichtig. Ansonsten wir irgendwann am Zahnfleisch. Ja, ich hatte diese Woche auch ein paar Erlebnisse, über die möchte ich hier im Detail nicht sprechen. Ich hatte so ein paar Aha-Erlebnisse, wo ich dann denke, so Mensch Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also mindestens einmal intern, einmal extern, wo ich dann auch irgendwann relativ deutlich geworden bin, wo ich denke, wir verschwenden hier irgendwie nur noch Zeit, wenn Leute einfach den Schuss nicht gehört haben oder nicht hören wollen. Da bin ich mittlerweile zu alt dafür, um da langsam, lang und breit rum zu diskutieren. Da mache ich jetzt mittlerweile irgendwie mehr Tacheles. Ich weiß nicht, ob das meinem Alter geschuldet ist oder was auch immer. Ich keine Ahnung. Aber Leute, wer nicht mag, der bleibt einfach da, wo er ist. Aber in meinen Augen bleibt er dann halt stehen. Und das ist schade. Also schade, wenn man weiß, dass es mit Leuten passiert, die man eigentlich auf der Spur verortet hatte, dass sie einem mitfolgen, wenn Energie da ist. Und die sich aber lieber so ein bisschen in gestern verlieren. Das ist echt schade. Aber das trete ich hier nicht aus. Da kommen auch keine Namen, keine Details. Das machen wir, wenn unter vier Augen. So halte ich das. Über die tollen Sachen, über die Erlebnisse und die Sachen, die gut gelaufen sind, kann man hier öffentlich vor der Kamera reden. Aber Personalthemen oder Sachen unter vier Augen, Enttäuschungen oder Ähnliches, die machen wir hier weiterhin wie im echten Leben unter vier Augen und niemand wird hier irgendwie offen bloßgelegt. Das machen wir nicht. Ne? Also es sei denn, ich finde sowas so geil wie Chopin oder so, das kennen wir schon. Letzter Punkt ist, wir haben seit dieser Woche Kunst, Bilder, Plastiken, Skulpturen bei uns im Büro hängen. Die machen unsere weißen Bürowände wohnlich, ansehnlich, sieht toll aus. Schönen Dank an die Frau Weise, die uns da die Kunstwerke zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine tolle Idee. Gerade mal 14 Tage seit der Idee zur Umsetzung. Ich werde euch noch ein paar Fotos posten. Und ich habe bei der Gelegenheit, weil mich das interessiert hat, ist, weil nicht jeder kennt jetzt gerade einen Künstler und nicht jeder hat große, viele weiße Wände. Man hat vielleicht einfach nur eine Wand und man sucht was Passendes. Und der eine oder andere hat auch vielleicht einen Kunstgeschmack, der jetzt nicht kompatibel ist mit Mainstream. Dafür gibt's was. Kunstvermietung, also man kann Kunst mieten, Bilder, Plastiken, Ausstellungsstücke, die man für einen Bruchteil der Anschaffungskosten mieten kann, so wie man halt auch ein Fahrzeug wahrscheinlich leasen kann, kann man das mieten. Ich habe euch einen Link reingepostet unten, wo ich das über jemanden gestolpert bin. Das ist keine Werbung, ich verdiene da kein Geld und es gibt sicherlich auch noch 20 andere, aber das ist auch ein Stück weit Merker für mich. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Also wie hoch ist denn da der Markt? Was geht da? Kaufen die dann diese Kunstwerke und vermieten die dann? Also weil wir vermieten ja auch Hardware, insofern finde ich das von der Idee her eigentlich gar nicht so anders, aber ich würde es einfach gerne mal verstehen und mal gucken, wie lange es braucht und wann ich die Energie habe, da nochmal mit jemandem zu sprechen, dessen Geschäftsmodell das ist und wie die da ticken. Das würde mich mal interessieren, was man da so machen muss. Bleibt spannend, ne? Okay, also mir gehen die Ideen nicht aus, ihr habt was davon, schön, dass du zugeschaut hast und ich wünsche euch was, bis nächste Woche. Und ich schlafe dann mal wieder eine Runde heute Nacht. Ciao.